Herr Gabel, warum brauchen wir bundesweite Volksentscheide? Damit der Politik der Zynismus ausgetrieben wird. Wenn die Politik und die Parteien und die Abgeordneten wissen, dass eine Entscheidung, die sie treffen, möglicherweise hinterher nochmal abgestimmt wird vom Volk selber, dann werden sie erstens ihre Entscheidung besser überlegen und begründen und zweitens sich einfach mehr Mühe geben. Es gibt einen Zynismus in der Politik, der manchmal darauf hinausläuft, lass uns Dinge, die vielleicht das Gegenteil von dem sind, die wir vor der Wahl versprochen haben, hinterher schnell machen, bis zur nächsten Wahl ist alles vergessen. Das führt dazu, dass die Bevölkerung auch zynisch mit der Politik umgeht und sagt, den Brüdern kannst du nichts mehr glauben. Und ich glaube, dass eine Situation, bei der jeder weiß, etwas, was ich jetzt im Parlament mache, kann hinterher nochmal vom Volk direkt abgestimmt werden. Das wird die Politik und die Parteien wieder dazu erziehen, diesen Zynismus sein zu lassen.